Ich bin Ruth Michaelis Jener, geboren 1905. Ich habe meine Kindheit Anfang des 20. Jahrhunderts in der Residenzstadt Detmold verlebt. Unser Haus stand nicht weit entfernt von dem Schloss, wo der regierende Fürste und seine Familien lebten. Wir wurden auf der einen Seite von der Hofbäckerei flankiert und auf der anderen von der Hofapotheke. Die meisten Häuser in unserer Straße bestanden aus Fachwerk, schwarz und weiß oder braun und creme. Uns gegenüber stand das neoklassizistische Rathaus mit dem Ratskellerrestaurant und der Schankstube im Erdgeschoss, zu der ich regelmäßig mit einem Krug geschickt wurde, um für das Abendessen meines Vaters Bier zu holen. Zwischen unserem Haus und der Apotheke verlief eine enge Gasse mit sehr alten Häusern, die früher Bedienstete des Hofes beherbergt hatte und nun von Handwerkern und Arbeiterfamilien bewohnt wurden.